Kennst du auch den Spruch, trage bloß deine Brille, weil sonst verschlechtert sich deine Sehkraft immer weiter? Und wenn du eine Brille trägst und sich trotzdem deine Sehkraft verschlechtert hat, dann unbedingt aufpassen, denn ich möchte dir verraten, was es mit diesem Spruch auf sich hat und wie du es schaffen kannst, dann wirklich deine Sehkraft zu verbessern, damit du langfristig gesehen nicht mehr auf deine Brille angewiesen bist und wieder gestochen scharf sehen kannst. In diesem Sinne herzlich willkommen hier zum neuen Video von mir auf meinem Kanal augentrainieren.com. Und ich möchte heute mal genau darauf eingehen, warum eine Brille nur eine reine Symptombehandlung ist und die in Wirklichkeit überhaupt nicht weiterhelfen kann. Denn tatsächlich hilft die Brille uns ja nur in dem Moment, wo wir sie aufsetzen. Ja, in dem Moment können wir einigermaßen scharf sehen. Sobald wir die Brille aber absetzen, können wir entsprechend nicht mehr so gut sehen. Und vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, wo du das erste Mal deine Brille aufgezogen hast, ja, und danach vielleicht wieder abgesetzt hast. Plötzlich hast du vielleicht das Gefühl, okay, ich konnte vielleicht vorher noch besser gucken, jetzt habe ich die Brille getragen für einen Moment, jetzt kann ich danach wieder schlechter gucken, liegt einfach daran, dass unsere Brille uns das Sehen wirklich sehr, sehr leicht macht. Ja, sie nimmt uns quasi das Sehen ab und unsere Augen müssen sich gar nicht mehr anstrengen. Unsere Augen, die arbeiten immer zu und wenn sie eine Sehschwäche entwickeln, ja, sind sie überreizt, überanstrengt. Und dann wäre es natürlich cool, wenn ich eine Unterstützung hätte, ja, die uns aber nicht hundertprozentig das Sehen abnimmt. Und genau da kommt der Spruch, trage bloß deine Brille, sonst würden deine Augen immer schlechter, ins Spiel. Denn tatsächlich war es genau früher so, dass, ja, wenn du zum Optiker gegangen bist, wenn du eine Sehschwäche hattest, dass du eine Brille bekommen hast, die 60, 70, vielleicht 80% deiner Sehkraft unterstützt hat, aber eben nie zu 100%, ja. Denn dadurch musste dein Auge noch zu ca. 20% arbeiten, sich ein bisschen anstrengen, aber eben nicht überanstrengen. Und dadurch hast du dich leicht verbessert, weil du eben eine leichte Unterstützung bekommen hast. Und dann bist du wieder zum Optiker gegangen, hast wieder eine neue, dünnere Brille bekommen und das hast du so lange gemacht, bis du entsprechend auf keine Brille mehr angewiesen bist. Und daher kommt wirklich dieser Spruch. Das ist wirklich ein Überbleibsel von damaliger Zeit. Leider hat sich das Ganze natürlich komplett in die andere Richtung bewegt, denn natürlich hat ein Optiker oder auch ein Augenarzt mitbekommen, okay, wenn ich jeden Tag meine Kunden verliere, dann hilft das mir natürlich langfristig gesehen nichts. Es wäre natürlich besser, wenn ich langfristig meine Kunden habe und am besten immer mehr Kunden habe. Und das ist der Grund, warum entsprechend irgendwann die Optiker und auch Augenärzte dazu übergegangen sind, zu starke Brillen zu verschreiben, die entsprechend unsere Augen langfristig gesehen immer weiter verschlechtern. Wenn du jetzt heute eine Brille trägst, in 20 Jahren hast du eine noch höhere Sehschwäche. Ja, also diese Brille unterstützt zwar deine Augen, aber sie verschlechtert auch gleichzeitig deine natürliche Sehkraft. Und um denen entgegenzuwirken, gibt es, wie gesagt, das Augentraining, wo wir gezielt unter anderem mit Übungen deine Sehkraft verbessern. Denn es gibt genau drei Bausteine, auf das das Augentraining aufbaut. Natürlich die Übungen, ja, weil Augentraining ist nicht nur Übungen, sondern auch Ernährung und Gewohnheiten. Ernährung ist ganz, ganz wichtig, weil du kannst dir vorstellen, alles, was wir essen, hat eine Auswirkung. Wird von unserem Körper benötigt, wird auch wieder verbraucht. Ja, das Sehen, das erfordert Energie. Diese Energie wird zum Beispiel von Vitamin A umgewandelt. Also alles, was Lichtreize sind, wird mit Vitamin A verbraucht. Habe ich jetzt einen Vitamin A-Mangel? Logische Konsequenz, dass unsere Sehkraft immer weiter nachlässt. Ja, wenn die Reserven leer sind, wie können wir dann hundertprozentig scharf sehen? Geht eben nicht mehr. Ja, deswegen ist Ernährung ein wichtiger Teil, aber auch unsere Gewohnheiten. Ja, das ist der dritte Teil, dass wir entsprechend schauen, okay, wie viel Zeit verbringe ich denn vor Bildschirmen? Wie viel Zeit habe ich denn vielleicht heute draußen verbracht? Wie viel Abwechslung hatte ich vielleicht auch? Und jetzt mal eine Frage an euch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie lange tragt ihr bereits eine Brille und wie oft kauft ihr euch eine neue Brille? Denn tatsächlich gibt es da auch sehr, sehr interessante Statistiken, die zeigen, wie teuer eigentlich Brille tragen so ist. Ja, also du hast da wirklich mehrere tausende Euro, ja, es war kein Versprecher, mehrere tausend Euro, die du im Laufe des Lebens ausgibst, wenn du Brillenträger bist. Ja, dieses Geld, das ist für immer weg für eine reine Symptombehandlung. Ja. Und wir schauen uns einfach mal hier die Statistiken an. Ich habe mal Google gefragt, was kostet so im Schnitt eine Brille? 543 Euro. Das ist also der Durchschnitt. Also sprich, wenn du jetzt etwas weniger bezahlt hast, durch die Inflation und auch durch die Zeit wird die Brille automatisch teurer, weil du entsprechend im höheren Alter noch mehrere neue Sehschwächen dazu entwickelst. Zum Beispiel brauchst du eine Gleitsichtbrille, um das wieder entgegenzuwirken. Also eine Gleitsichtbrille ist übrigens auch sehr teuer im Vergleich zu einer normalen Brille. Es gibt, wie gesagt, auch da sehr, sehr teure Brillen und so kommst du halt auf einen Schnitt von 543 Euro. Ja, also wie gesagt, das ist so der Durchschnitt. Kann natürlich auch sein, dass bei dir ein bisschen mehr ist oder auch ein bisschen weniger. Und jetzt nehmen wir einfach mal diese Zahl und rechnen mal für 40 Jahre Brille tragen. Sagen wir jetzt einfach mal, du kaufst dir alle zwei Jahre lang eine neue Brille, sind das im Schnitt über 200 Euro, die du pro Jahr nur für eine Brille ausgibst, ja? Und dann kommt noch dazu, vielleicht hast du noch eine Lesebrille, vielleicht hast du noch eine Ausgehbrille, vielleicht hast du auch im Sommer noch eine Sonnenbrille, ja? Oder vielleicht hast du auch noch eine Ersatzbrille, ja? Es gibt, wie gesagt, noch viele weitere Brillen. Auch hier nochmal eine Statistik, habe ich tatsächlich mal aus einem Optikerforum herausgesucht, ja?
wo sich tatsächlich auch darüber unterhalten wird, okay, wir sehen jetzt das Potenzial. Viele Menschen tragen heutzutage schon eine Brille, sind mittlerweile über 67%. Man kann wirklich schon sagen, jeder Zweite trägt eine Brille. Und natürlich merkt der Optiker und auch Augenarzt, dass es langsam erschöpft ist. Also geht der ganz klare Tendenz jetzt so hin zur Zweitbrille. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass auch du wahrscheinlich noch eine Zweitbrille hast. Auch da kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du auch eine Zweitbrille hast. Und dann erhöht sich diese Zahl natürlich deutlich schneller. Dann sind es plötzlich nicht nur 200 Euro, dann sind es vielleicht sogar schon 400 Euro oder 500 Euro, die du pro Jahr an neuen Brillen ausgibst. Und ich möchte eigentlich da nur ein bisschen sensibilisieren, ja, dass du merkst, okay, du gibst gerade wirklich sehr, sehr viel Geld aus. Im Laufe des Lebens können das gerne mal 10.000, 20.000 Euro sein, die du ja, hättest sparen können, die du hättest für sinnvollere Sachen ausgeben können. Und ich möchte dir jetzt einfach mal eine Möglichkeit, einen Weg zeigen, wie du eben entsprechend dieses ganze Geld sparen kannst und natürlich auch, wie du es schaffen kannst, deine Brille loszuwerden und dich endlich davon zu befreien. Denn wahrscheinlich wird es dir auch so gehen, dass du von der Brille dich eingeschränkt fühlst, vielleicht auch abhängig fühlst und einfach damit nicht glücklich bist. Und wenn auch du deine Brille loswerden möchtest, endlich wieder gestochen scharf sehen möchtest, dann möchte ich dich unterhalb des Videos, habe ich das verlinkt, zum kostenlosen Beratungsgespräch einmal einladen. Dort möchte ich dich mal gerne persönlich kennenlernen, mal schauen, welches Problem hast du überhaupt und herausfinden, ob ich dir mit Augentraining überhaupt auch weiterhelfen kann. Wenn dich das also interessiert, unterhalb des Videos, wie gesagt, hast du die Möglichkeit, einen Beratungstermin auszuwählen. Such dir einfach da den Tag und die Uhrzeit raus, die dir am besten passt und dann rufe ich dich gerne mal an. In diesem Sinne würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, damit du mich weiterhin hier auf diesem Kanal unterstützt. Abonniere auch gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.